Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Bisschen blutig hier. Also nicht ganz so blutig, wie es hier aussieht. Das ist ein roter Teppich. Das war ich nicht. Hier hinten aber. Das war ich leider schon. Das ist leider. Aber die Stornogoss ist ein bisschen, ja, skeptisch geworden. Den Braten gerochen und ist dann weggegangen. Ein Parasite, brimming with magic. Ruhe. Take it. Ja, ja, das willst du gerne. Bisschen skeptisch geworden und ist weggegangen und hat Verstärkung geholt. Und jetzt sieht es hier so aus. Die noch gar nicht gelootet. Mal an. Ist aber nicht so spannend. Ich müsste einen Hotkey geben für Waren hinzufügen. Habe ich schon mal gesagt. Das wäre echt ganz praktisch. Oh, was haben wir denn hier? Eine Githyanki-Armbrust. Plus 1. Was haben wir sonst so? Besser als meine sie auf jeden Fall. Die ist auch plus 1. Das ist schon eine Githyanki-Armbrust. Dann gebe ich mir die. Die hat noch richtig was dabei. Krankenstationsschlüssel. Dann die Schlüssel zu der Tür. Das hilft mir jetzt nicht so viel. Eine schöne Plattenrüstung, die hübsch ist, aber da haben wir auch schon bessere. Githyanki Langschild ist auch genau das, was Lazelle schon hat wahrscheinlich, oder? Großschwert hat sie. Das ist ein einhändiges dann, das Langschwert. Ist vielseitig. Okay. Ja, das braucht man eigentlich nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Und ein Ring der Elementardurchtränkung. Wenn du Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden mit einem Zauber oder Zaubertrick bewirkst, tränkt dieses Element deine Waffe. Ja, wenn man so Kombo-Sachen hat, für wen ist das interessant? Vielleicht für Schattenherz. Weil sie macht durchaus mal Offensivzauber damit. Und haut auch mal mit der Waffe zu. Das trägt sie gerade. Ja, wenn du Kreatur heilst, ist es besser aktuell. Wenn du... die Donnerwoge als Bonus. Und dann... Das, ja, vielleicht ist es sogar besser. Sie verliert einen Spell, aber die Kombination ist besser. Und, oh, die Stornogoss selber. Das war nicht mal. Was trägt sie denn? Noch ein Krankenstationsschlüssel. Githyanki Kurzschwert. Das sieht aus, als wäre es kaputt, weil es so kruckelig ist. Nehme ich auch mal mit. Vielleicht braucht man das. Oh, ein Amulett des Aberrationenjägers. Ein Githyanki. Nur, schade. Wer dieses Amulett trägt, ist bei Intelligenz Rettungswürfen im Vorteil. Aberrationen sind bei Angriffswürfen gegen diese Kreatur im Nachteil. Uralter Groll ist die Klassenaktion. Berühre dein Amulett, um einen Hauch des Wissens der Gith zu erhalten. Du bist bei Angriffswürfen gegen Aberrationen im Vorteil. Aberration, ja. Trifft man jetzt nicht so viele, oder? Wir nehmen es mal mit. Dann können wir uns auch den Rest hier anschauen. A parasite. Take it. It might be useful. Ja, wir nehmen es ja mit. Ich hätte ja nie die Backen. Ja, die guckt sich die ganzen Parasiten an. Der Safe ist, glaube ich, ja mal scheiße, ne? Ja, also ist natürlich klar, dass es bei diesem Durchlauf nicht plötzlich anders ist, aber wieder ein Hinweis für Laser. Das sieht halt auch eher nach Alien-Tech aus, aber ich weiß natürlich nicht, wie die Technologie von den Githyanki sonst aussieht. Aber so vertrauenserweckend ist das irgendwie immer nicht, finde ich. Golden ist nicht mit, kann man schon gut verchecken. Ein Nautoloidentank, wie schwer ist denn der? Da können wir mit Laser auch mal kurz sprechen nach dieser Erfahrung. This place is enlightening. My own creche, Kalir, is remote and sunless, cloaked in the silence of wild space. My Savage would find this one altogether too genial. Ah, okay. Man nichts mit dem. Was? Na gut, dass ich das allgemeiner mache. Man kann allgemein ein bisschen über die Krippe sprechen, natürlich. Ich habe nicht dran gedacht. Aber. Ach, guck mal, so kleine Sachen. Ich muss da echt mehr drauf achten. Weil wir haben diese Scheibe da vorne aufgehoben. Zum Safe ist bis jetzt noch nicht. Was mit dem Ausbildungsraum der Krippe? Sind Gith-Ausbilder immer so brutal? My own Savage would never have threatened a youngling.
A waste of time and energy. The pupils themselves culled the weak from their ranks. I myself felled four of my own classmates once Kalir had 100 times circled Tyrell. Rache, Unterhaltung, warum? Survival. My people have no use for cowards. Every trainee that I slayed was either too weak to withstand the lessons, or was cocky enough to pick a fight they could never win. They underestimated me, so they paid the price. The Githyanki are only as powerful as their weakest warrior. Jaquith Devensir, the termination of the frail, strengthens us. Fragen Sie mal nach der Scheibe, die wir gefunden haben oder die sie auch selber aufgesammelt hat. Your mind connects with Lysel's, and together you envision the Githyanki disc. Another part of the Orpheus tale. This one has been translated to common. Wir können ja hören, wie ihr sie erzählt. Fine. The Prince of the Comet, Part 2. The Prince of the Comet, Orpheus himself, led his honor guard into battle. Their red dragons bellowed with righteous anger, and the heavens erupted. The glorious prince cried to all who could hear him, "Praise be to my mother Gith, the queen of the one sky, sacrificed to the hells by the renegade Flaketh." But the true heir, the Prince of the Comet, could not overcome Vlakith's knights and their ill-gotten worms. Mighty Voss, Jastil Kithrak, lit the astral sky aflame. When the ash had cleared, beloved Orpheus was gone. Ich muss sie jetzt immer vorlesen lassen. True heir, glorious prince. There's no greater crime than to exalt the pretender called Orpheus. Ich muss sie jetzt immer vorlesen lassen, das ist ja so viel besser. Ich müsste mir alles von Lysel im Leben vorlesen lassen, jede E-Mail, ist ja auch besser. Oder YouTube-Kommentare. Wenn auch was zu sagen, wahrscheinlich nicht so, ist ja ihr Ort, deswegen habe ich sie auch extra mitgenommen. A real Githyanki creche. Few outsiders learn the secrets of such places. Fewer still live to share their observations. Keen eye and a quiet tongue may serve us well here. Das ist so krass, was alles in diesem Spiel steckt. Wie viele kleine Dialoge, die man ständig verpasst. Weil wahrscheinlich. Ja. Das ist echt Wahnsinn. If this place is as inviting as other aspects of Githyanki culture, we'll be in for an interesting time to say the least. Wenn es ja nur so ein kleiner Satz ist, deswegen. Deswegen möchte man immer irgendwie alle dabei haben und unterschiedliche Sachen hören. Aber ich glaube, ich kann nicht ins Lager gehen jetzt, oder? Lager? Oh doch, hier geht's schon. Ah, okay, ich nicht gedacht. Kann ich denn hier jetzt? Das ist meine Party. Hier ist ja nur mal Gruppen verstecken. Lagerinventar. Was ich nur mal, das möchte ich jetzt mal machen. Ich möchte mal hören, was die alle zu sagen haben. Nehme ich mal kurz alle mit in den Raum und dann schmeißen wir sie wieder raus. Kann ich die eigentlich jetzt schon mitnehmen, den Halsinn? You wish to speak? Ja, wahrscheinlich. Nicht, weil man den mitnehmen kann. Need something? Komm noch mal mit. Darling, lead on. Nehme ich nur mal. Well met. That's the spirit. Was die so sagen, wenn die dabei hat. Karlach auch. Hey, you. Aces. Dann muss ich aber wieder rausschmeißen, das ist das Gemeine dran. Mal das Lager verlassen. Vielleicht hier diese Reisegruppe dabei. Eine ganze Bustour, die. Fragen Sie auch, ob ich Sie hier mitgenommen? Das wird nicht gefragt. What are you thinking about? Aber das geht dann nicht.
Weil wir sie nicht dabei hatten die ganze Zeit. Schade. Nix, oder? Well met. Ah. Geht das denn echt nicht? Need something? Weil wenn ich ihn mal kurz mit dabei habe. Ja, ich versuche es ein bisschen zu vermeiden. Ich will ein bisschen ein paar Interaktionen noch mitbekommen, aber gleichzeitig jetzt für Leute, die jetzt ein paar Folgen mal übersprungen haben. Ich habe einmal eine Party-Mod drin, dass ich so viel, beliebig viele Leute mitnehmen kann. Ich habe gleichzeitig eine andere Mod drin, dass aber im Kampf nur die vier sind, dass die Kampf-Schwierigkeit sich halt nicht ändert. Das soll halt dann doch gleich bleiben. Und manchmal passt das, auch gerade wenn man in der oberen Welt, auf der Weltkarte unterwegs ist, dass man da dann vielleicht mal eine größere Gruppe dabei hat, zu gucken, wie viel man davon mitnimmt. Hier in der Krippe finde ich es irgendwie unpassend, da haben wir so eine Riesengruppe dabei, das sieht komisch aus, wirklich wie so eine Reisegruppe. So, jetzt alle bitte folgen Sie mir hier, wenn Sie hier rechts mal schauen wollen. Also, das ist ein typisches Beispiel für Gifianki. Also, das ist ein bisschen albern. Deswegen will ich das nicht, werde ich gleich wieder wegschicken. Ach, schade. Willst du noch irgendwas sagen? Ich will noch irgendwas hören. Ich schicke die gleich mal weg. Wir hatten jetzt hier gerade den Kampf, dann kann ich hier auch, wenn keiner guckt, mir ruhig nochmal die Sachen anschauen. Ich habe eine edle Truhe. War nicht so spannend ist drin. Wie geht's uns eigentlich? Auch eine gute Frage. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir nicht nochmal rasten können. Ehrlich gesagt, weil das ja doch ein bisschen. Aber an der Ecke geht's anscheinend, weil uns jetzt keiner beobachtet hier. Wenn auch übernachten noch ein bisschen. Weiß ich nicht. Viel klingt. Aber wisst ihr, wie wir das am besten machen dann? Was noch eine Truhe. Wir machen eine lange Rast. Jetzt Headcanon, wir reden uns das jetzt mal schön. Ist ja nicht unbedingt immer gleich übernachten. Das ist eine lange Rast. 2 Stunden. Ölbecher. Klitschig vor Fett und Pechschwarz. Öliges Schlürfen. Okay. Was für Sachen gibt. Einmalige Verwendung. Weirder Kram. So, wir machen hier eine lange Rast mal, das wird, wenn wir mal die Möglichkeit haben. Ich glaube, das ist später nicht unbedingt möglich in der Feste hier. Tür zu, dann merkt keiner. Geöffnet. Und das wird nicht aufgepasst, Liliane. So, machen wir mal eine lange Rast eben hier. Das geht ja anscheinend gerade. Ziehen sich gemütlich an, ja, wie tun wir. Die ziehen sich halt gemütlich an, obwohl wir nur 2 Stunden Rast machen, komisch, ne? Das sind komische Leute. Sonst noch was zu sagen? Vielleicht hier im Camp, der ganzen Geschichte? At last, the safest. Come, let us be purified. Ja, das ist halt, also manchmal, das merkt man halt schon, ne? Das Spiel ist so komplex und so viele Sachen. Das ist jetzt, nach den ganzen Patches, tut das sehr viel weniger auf. Beim ersten Run hatte ich das doch durchaus mal häufiger. Dass dann zum Beispiel Dialoge nicht in der Reihenfolge ganz richtig waren oder zumindest so ein bisschen in der Queue steckten. Habe ich euch auch empfohlen, dann regelmäßig Pausen zu machen. Weil ich selber nicht gehört. Aber das hat so ein. Also hier ist es nur so ein Standardspruch. Aber das mit dem Safe ist, kam ja gerade erledigt. Von daher. Ne. Nicht ganz der passende Spruch. Hey, you. Okay. So, wir denken jetzt nicht an Sex. Kardach. Wir müssen uns auf die Mission konzentrieren. Später. Dann machen wir auch die lange Rast. Man hat keine Übersicht, wie viel man eigentlich hat, oder? Dass man steht, 80 von, keine Ahnung. Ich habe genug Vorratspakete hier, Vorratspakete. Na ganz, na, wir haben schon einiges, so ist nicht. Wir looten ordentlich. Und hier 6 Käse, alles gut. Aber es kostet auf dem Schwierigkeitsgrad auch mehr, ne? 40 kostet es auf normal. Einer schnarcht immer so ein bisschen, oder? Der schläft schlecht. Stöhnt im Schlaf vor sich hin. Ich schnarch zum Glück nicht. Mein Vater schnarcht. So furchtbar. Also, manchmal schon eine Weile nicht gemacht, aber wenn ich mit dem im Urlaub war und in einem Zimmer geschlafen habe, zum Beispiel mal, da muss ich vor dem einschlafen. Wenn der vor mir einschläft, anfängt zu schnarchen, da drehe ich, also, das macht mich irre.
Habt ihr jetzt was zu sagen? Need something? Vielleicht haben die nichts Interessantes zu sagen, einfach, warum auch immer. Oder weil die nicht halt mit der Krippe angekommen sind. So mittendrin dazu und zählt nicht so richtig. Schick ich gleich weg hier. Wir haben es nicht so mitgekriegt. Die Tür war ja auch zu da hinten. Ganz geschickterweise kommt man mit. Die Tür machen wir auch mal zu. Nicht wundern, warum wir so viele Leute dabei haben. Die waren auch schon vorher dabei. Erinnert euch bloß nicht richtig. Krieger Irk. The Yankee are distracted enough. They don't need your interference. Wir sind hier nur Gäste. Es ist nichts passiert. Es gibt nichts zu sehen. Ist hier eine verschlossene Tür eigentlich? Udi, wo kommt der hier, wenn wir hier Hill zusammenstürzt? Anscheinend keinen. Entirely too empty. I'd expect to see 15 eggs at the very least. Stehlen Gif-Yankee-Eier, das können wir hier machen. How can I help? Und mit dir haben wir schon drüber gesprochen. Yes. Wenn ich nichts zu sagen habe, fliegt ihr jetzt alle raus, ab ins Lager. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Well. Bitte bleibt einfach im Lager. Nein, bei Karlach tut es mir wirklich weh. Anderen tut es bei Astarion weh. Aber ihr müsst vorerst im Lager bleiben. Oh, come on. You don't mean that. Ja, nur ganz kurz. Vor allem sagt man auch dieses Dumme, das beschwere ich mich jedes Mal, aber man kann nicht immer, ihr habt mich gehört, wie so ein Arschloch. Ich gucke nicht hin, während ich das klicke. If you insist, I'll make my way back. But don't be long, all right? Aww. Well met. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were... Der jammert am wenigsten. Aber das sieht mich auch am wenigsten. Das ist so gemein. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Jetzt irgendwann jemand was wahrgenommen? Keine Ahnung. Hier liegt eine Notiz. Seltsames Gas. Ach, der geht dadurch nach Hause zum Lager. Ja, viel Spaß. Wir lesen mal die Notiz. Das dürften wir eigentlich, oder? Ist auch schon Ärger. Kuku, bald trifft eine neue Lieferung ein. Falls ihr immer noch hofft, dass dieser letzte Schlüpfling endlich aus dem Ei bricht, dann gebt auf. Wenn das Junge nicht alleine schlüpfen kann, ist es unserer nicht würdig. Zerstört das Ei und vergesst die Angelegenheit. Ja, guck, da haben wir doch auch unsere moralische... Wie heißt das auf Deutsch? Justification, unsere Rechtfertigung. Weil die wollen das Ei eh zerstören. Die wollen das Ei ja eh zerstören. Und der Wanderer. Das ist nicht so wichtig. Elfenschuhe, die wir haben. Die wollen das Ei zerstören, ja, dann können wir uns das ja mitnehmen. Kugelspier. Vielleicht können wir es auch im Gespräch klären. Nasty surprise. Caution is warranted here. Danke, Gail. Gut aufgepasst. Krieger Foon. Woon. Moin. Ist Sticker permitted to view the birthing pools now? These are strange times. Step carefully while here. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I do not wish to pick your remains from them. Ich glaube, letztes Mal habe ich gar nicht mit ihm gesprochen. Da habe ich doch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das in der Ausbildungshalle anfing. Irgendwo hatten wir eine Situation, wo das völlig eskaliert ist. Hinten, das bei mir safe ist, bleibt, glaube ich, ein bisschen in der Gegend halt, wenn das nicht jemand mitbekommt und wenn man die Tür zumacht, dann spricht sie es nicht rum, jedenfalls nicht so schnell. Ich glaube, hier war ich erst, nachdem ich halt schon komplett feindlich mit der ganzen Krippe war. Nachdem ich, glaube ich, im anderen Flügel war. Und deswegen habe ich mit dem nie gesprochen. Das ist ganz interessant jetzt. Glaube ich jedenfalls. Bin ich mir ganz sicher. Schon lange her. Naja. Ja, warum gibt es denn hier nicht mehr Eier? Most are hatched. Only one remains. Monitored by Varsh Koku, the caretaker of our young. You may speak to the Varsh if you wish. But stay away from the egg. There will be no second warning. Okay. Was ist mit den Fallen? You linger still. Ja. Soll ich den Fallen erzählen? Jetzt willst du nicht mehr drüber reden. Was denn? Ich möchte mit dem Aufseher sprechen. You will find Varsh Koku watching over his clutch of one. Follow the rocks through the acid, but do not approach the egg. Folge den Steinen. Da sind Steine.
Das ist eine Falle. Ja, dann folgen wir den Steinen doch mal hier hin. Das haben wir jetzt noch entdeckt. Fehlgeschlagen, ja toll. Ihr seid ja sehr aufmerksam. Okay. Stopp. Zurück. Nicht da reinlaufen. Wir haben die Fallen gesehen, Kinders. Dann gehe ich ja da lang. Ja, irgendwie. Wie soll ich denn über die Steine? Du bist echt mal nicht hilfreich, Krieger Woon. Ich bin halt so geizig, dass ich die Sachen nicht entschärfen möchte, ne? Nehmen wir ein paar hübsche Sachen mit. Stört anscheinend auch keinen. Es ist anscheinend für Gäste hier, dass man sich das mitnehmen darf. Wisst ihr was, ich komme später nochmal wieder. Ich bin im Ei hier. Irgendwie. Haben mir schon die Füße angekokelt. Okay, ich probiere nochmal, ob Lazel nochmal was anderes mit ihm besprechen kann. Step carefully, Kin. Our hatchery is protected by lethal safeguards. I would hate to see you fall foul of them. Das ist das Einzige, was mich beim Dialogsystem, was ich finde, was grundsätzlich anders geregelt sein sollte. Das ist ganz cool, dass er sie jetzt anders anspricht. Man hat auch ein paar andere Möglichkeiten mit ihr. Aber ich finde es allgemein ganz cool, wenn jedes Gespräch eigentlich, wo auch die Gruppe immer so im Bild steht, ein Gruppengespräch wäre, wo man wirklich kreuz und quer und auch die Leute dann, dass man hier unten sehen könnte, was kann denn jetzt gerade zum Beispiel Liliane sagen, was kann jetzt Gale sagen, nicht wer ihn angesprochen hat. Das wäre so viel cooler, weil ein bisschen ist es auch so, stell mir die gleichen Fragen, dass ich das sehen könnte als Möglichkeit. Das wäre so viel geiler. Das wäre das ultimative Gruppengefühl. Das wäre absolut genial. Dafür gibt es, glaube ich, keine Mod. Es gibt so eine Mod, wo man irgendwie ein bisschen also in die Richtung was machen kann. Ich arbeite ein bisschen an einem Video gerade über Mods. Vielleicht warte ich noch auf die offiziellen Mod-Tools, wo ich das mal mache. Aber das ist ja absolut genial. Und dann würde sich halt diese Wiederholung ein bisschen auch wenn die sich dann natürlich manchmal mit neuen Informationen, mal gucken, wenn ich das jetzt sage, wo sind die ganzen Eier, wenn sie das fragt. Hatched, mostly. Ja, das hat mir schon. Only one remains unbroken. You may speak to him if you wish. But ja. Das ist der Rest hoffentlich nicht. Kin. Ah, das ist ärgerlich. Hätte ich auch wissen müssen, dass das dann zum. Das ist auch komisch, dass das dann dazu führt, dass die Optionen nicht mehr da sind. Das ist ja nicht so eine endgültige Geschichte. Nein, das habe ich jetzt verpasst. Aber das ist ein wahnsinnig komplexes System, auch jetzt schon. Wenn man sich die Dialogbäume und die ganzen Lines anguckt und die Interaktionen und die Möglichkeiten, was sich daraus ergibt, das ist jetzt schon ultra komplex. Und ich kenne eigentlich kein Spiel, das es besser macht als Baldur's Gate 3. Das hat so ein Hirngespinst. Wie es noch geiler wäre. Aber das wäre halt vielleicht der nächste Schritt irgendwann. Und ich kann mir vorstellen, dass sie darüber nachdenken. Weil sie haben mit vielen Sachen schon so praktisch ein bisschen am Rande dessen gearbeitet, was in Spielen versucht und erfolgreich umgesetzt wurde. Und ich glaube, dass sie sich durchaus bewusst sind, was so die Grenzen sind von dem, was sie machen können und was sie probiert haben. Sie sind auch an manchen Stellen zurückgerudert, das weiß man ja auch. Von ihren ursprünglichen Plänen. Ich mir gut vorstellen kann, dass sie bei dem nächsten Spiel, wo wir wissen ja schon über die nächsten zwei Projekte, dass sie da ein bisschen dran arbeiten. Ich freue mich so auf das nächste Larian-Spiel. Unfassbar. So, aber ein bisschen mal jetzt weg von dem Meta-Gerede, ein bisschen aufs Spiel hier konzentrieren. Ugh, blood, rust, squaw. Is there no odious substance not smeared on this delivery? I'd heard this plane was disgusting. But I didn't think it would be like this. Die war letztes Mal, glaube ich, auch schon tot, als ich zu ihr gekommen bin. Oder gleich feindlich, konnte ich mit ihr sprechen. Das ist ganz cool.
Ich hätte wieder mit Laisel hingehen sollen. Aber mache ich gleich nochmal. Guck mal. Also, die Ebene ist widerlich. Es muss etwas sehr Wertvolles auf dieser Ebene geben, sonst wäre euresgleichen nicht hier. Most metals here fold like istics, much like istics themselves. But if you're so keen to extol their virtues, you can pay accordingly. Was hat ihr denn Schönes? Guck mal. Gute Heiltränke. Mächtige Heiltränke, davon gönne ich mir vielleicht ein paar. 13.000 Tacken haben. Ich verkaufe mal alle meine Waren. Dann ist nämlich gleich arm mit die 999, ja. Ach, das... Und das ist was... Also das ist schon lange gefixt, das ist das absolute... Also... Oh, das hasse ich. So eine Entschuldigung für das ganze Meta-Gerede. Aber mein Gott, wenn es sich so ergibt... Wenn du auf den Button klickst, Waren verkaufen, okay, ich habe mehr Waren als 999, als sie bezahlen kann, dann sollte er ähnlich wie bei dem automatischen Auswählen der Lagervorräte beim Übernachten so viele reintun, dass die 999 erfüllt werden. Und nicht sagen, ja, geht nicht. Was ist denn das für eine... Ich mache das mal vorher hier, bevor es alles aufgefüllt wird, was mir dann ja nicht so hilft. Das ist natürlich total doof. Der Geschwindigkeit wird auf 18 erhöht. Achtzehn und angreifen plus 1. Das sind mächtige Handschuhe. Die sind super mächtig. Die stecke ich mir ein. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Die kann schon niemand gebrauchen. Ich möchte ja später auch eine Weile mit Asterion spielen. Wahrscheinlich starte ich mit ihm im zweiten Akt ein bisschen mehr. Da gibt es so ein paar Sachen. Für alle Asterion... Entschuldigung. Für alle Asterion-Fans, für die noch da sind und die es bis jetzt hier ertragen haben. Im zweiten Akt werde ich mit ihm spielen. Und ich glaube, dann lohnt sich das. Konzentration erhält ja 8 temporäre Trefferpunkte. Das klingt auch ziemlich gut. Ich habe so irgendwie viele Konzentrationen. Gibt schon ein paar. 8 temporäre Trefferpunkte ist jetzt nicht sensationell, aber ist auch nicht schlecht. Der Träger enthält plus 1 auf Zauberangriffswürfe. Auch nicht schlecht. Als Zauber-Nahkampf an. Die hat voll die guten Sachen, holy shit. Messer des Unterbergkönigs. Organe umsortieren. Irgendwas kriegt man von ihr, auch wenn man sie killt. Das weiß ich noch vom letzten Run, aber ich weiß nicht. Ich glaube das hier, das kommt mir sehr bekannt vor vom Namen. Reduziere die Zahl, die du brauchst, um einen Angriff auf einen kritischen Treffer zu würfeln, um 1. Das ist voll gut. Aber es ist eine... Das ist ein Kurzschwert. Wen brauchen wir das? Morgenstern plus 1. Dann Rammstein denken. Unsichtbare Bedrohung. Bisschen kratzig im Hals heute. Diese Waffe ist unsichtbar, solange sie geführt wird. Stellt der Angriffswurf mit ihr, so verliert sie diese Eigenschaft für 2 Runden. Sehr witzig. Ist irgendwie witzig, dass sie unsichtbar ist. Aber... Hatte sonst, glaube ich, auch keinen Einfluss auf den Kampf irgendwie. Plus 1, extra Reichweite als lange Waffe, okay. Verteidigerpflege. Rüstungsklasse plus 1, ist ja interessant. Defensiv, auch verringere erlittenen Hiebstich und Wuchtschaden um 1. Okay, interessant. Man macht immer einen Schaden, auch wenn der Angriff scheitert. Leichte Armbrust. Larathians Zorn. Waffenverzauberung plus 1. Schöner Name, aber eine Fähigkeit hat er hier noch. Rasiermesser-Orkan. Schwing deine Waffe in einem Wirbelsturm aus Stahl, der allen Gegnern in Reichweite mit rasiermesserscharfen Schaden zufügt. 1d6 minus 1. Plus 3. Ja, Ja, die Ability ist ganz nett, aber. Wie teuer ist eigentlich das Ding? 3000. Großer Knüppel, Klefe, ist nicht so wichtig. Schaden, das sind die ganzen Geschichten. Okay. Hühnerei, ja. Ich will nochmal kurz ins Lager gehen und die Sachen vergleichen. Ich verkaufe es nochmal, das mache ich danach. Also ich gehe nochmal kurz ins Lager, vergleiche mal die Sachen, damit ich da auf jeden Fall, brauche ich das? Ich kaufe das jetzt. So. So. Da komme ich später nochmal wieder. Ich will jetzt auch nicht
so ein bisschen viel Geld, was ich ausgeben müsste. Wenn man sie später nochmal bekämpft, kriegt man auch ein paar der Sachen. Das finde ich das ist interessant mit den Sachen, die da gedroppt werden. So. Also ich möchte auf jeden Fall nur nochmal kurz die Sachen an, die wir hier tragen. Was hat sie denn für Schuhe an? Soll mir nicht die Unterwäsche zeigen? Ja. Ein andermal. Shadowheart. 600 Rüstung. Sag mal, die gönnen wir uns gerade mal. Direkt in den Inventar gelandet dann. So. Handschuhe der Waghalsigkeit. Ich hole mir ein paar günstige Sachen gerade. Die anderen Sachen, glaube ich, dann eventuell auch so. Je nachdem, wie das nachher läuft. Zauberangriffswürfe. Haben wir schon einige. Und die Handschuhe, die ich jetzt trage, ist schon nicht schlecht, aber... Bei den teuren Sachen, da meditieren wir nochmal drüber. Ob es sonst noch irgendwas Wichtiges gibt. Mächtige Heilung, überlegene Heilung. Ja. Können wir uns auch mal. Da können wir schon ein paar von haben. Die Schriftrollen, wie teuer die sind. Na, die beiden. Und dann verkaufen wir mal ein bisschen Schrott. Aber ich kann ich jetzt gleich mehrere Sachen auf einmal verkaufen? Immerhin. Kann ich nicht irgendwie gleich Verschiedenes? Kann ich das irgendwie sortieren nach? Egal. Also das ist ein bisschen. So, falls nichts dabei ist. Was ich nicht als Ware markiert habe, muss ich ein bisschen gucken. Teilweise verkaufe ich auch nur Sachen als Waren, die leicht zu erkennen sind, dass ich nachher nichts... Obwohl das Einzige, was ich kaufen möchte von der Seltenheit, sind, glaube ich, die ich nochmal vorher das im Blick habe. Den Rest wollte ich nicht mehr, das kann ich mir schon leicht merken. Die beiden Lila-Sachen, falls ich dann doch nochmal herkomme. So, aber hier die ganzen Silbersachen. Oh, gar nicht so viel gebracht, dachte ich. Ein bisschen mehr Geld für. Allgemein habe ich gedacht, wir kriegen ein bisschen mehr Geld. Hat sie jetzt so getan, ich habe nicht genug Geld. Jetzt doch alle Waren verkaufen können? Nee, das reicht natürlich für nicht, weil die ganzen Rüstungen wahrscheinlich mehr bringen hier. Geht nicht zu viel. Okay, 10. On your way then. Eager for battle. Ugh, blood, rust, the filth of these people. Unbelievable. Der Schmutz dieser Ebene ist wirklich ein ständiges Ärgernis. I don't know how you stand it. Istics smell like pigs and die twice as loudly. Ugh. Wie geil das wäre, wenn die Origin-Charaktere zumindest ihre Sachen sprechen würden. Naja. Gucken, was Gale so sagt. Nur mal so als Test, ob er noch was anderes sagt als Liliane. Wahrscheinlich Ugh. Nicht. I'd heard this plane was disgusting. Ja. But nee. I didn't. Okay. Nur für Lizelle. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn so eine Folge so ein bisschen Meta gefühlt ist. Ja, aber ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Die meiste Zeit bin ich ja schon sehr im Spiel. Das Spiel bietet sich ja auch mit der Geschichte, wenn ich ein bisschen so erzähle. Ich glaube, das passt. Oder? Habt ihr schon vertragen? In der nächsten Folge konzentrieren wir uns ein bisschen mehr aufs Spiel. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, um eine richtig lange Folge aufzunehmen. Wollte euch trotzdem eine kleine Folge aufnehmen, bevor gar nichts geht, aber...
wollte das heute Morgen noch schnell machen und muss gleich zur normalen Arbeit. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer, Baldur's Gate 3 weiterzuspielen. Ihr habt euch hoffentlich gefreut, eine Folge zu sehen. In der nächsten Folge geht es dann weiter, wenn wir hier die Krippe weiter erkunden. Da gibt es auch schon ein bisschen was. Und das wird noch richtig spannend, das wissen wir ja schon. Also, bis dann. Ciao.